Ja, dann können wir auf jeden Fall starten, würde ich so sagen. Du willst also noch eine Geschichte? Achso, jetzt kommt erst noch hier. Gucken wir uns das Intro an oder gebt ihr das weg? Ihr habt das mal weggedrückt. Gut, dann drück ich das auch mal weg. Also. Und dann können wir schneller alle zusammen starten. Was? Speicherstand eines früheren Charakters? Nee, ne? Wir machen alle neuen Mannequin, ne? Ja. So. Jetzt habe ich aber alle Mannequin. Ach, der Necromancer und so. Ach, jetzt will der im Spiel noch, dass ich was Neues kaufe und ja, so. Ja, kannst du, musst du nicht. Nur wenn du auf den Necromancer klickst. Nee, will ich. Nein, will ich nicht. Nein. So. Der Psycho. Okay, das sind dann die halt hier da. Genau. Was nimmt ihr denn? Also ich würde, wie schon gesagt, den Sniper nehmen. Mhm. Und, ja. Ich denke mal, ich nehme dann den fetten Typen. Du nimmst den fetten Typen, alles klar, du nimmst den Sniper, die... Frau Grinsekatz, was nehmen Sie denn? Willst du die Tussi spielen oder willst du die Tussi nicht spielen? Mir ist egal, ich nehme den überbleibt. Aber, ich bin der Beste damit, egal was, weil ich ja dann auch der Einzige bin, der den nimmt. Dann nehme ich die Tussi. Dann nimmst du die Tussi und ich nehme den Typen, gut. Ja. Ihr habt noch ungefähr eine Minute. Charakter bestätigen. Ja, du kannst noch Kopf und so aussuchen, aber so. Ein Kopf? Der hat doch schon einen Kopf. Ja, verschiedene Helme etc. Weißt schon. Wo denn? Indem du da oben links draufklickst, müsste eigentlich. Oben ist schon weg. Ist egal. Ich nehme den so, wie der ist. Los, mach. Ich hab irgendwas. Enter, auswählen. Enter, auswählen. Los, bitte. So. Also, wir spielen auf jeden Fall Borderlands 2 heute mit, oder wir spielen das direkt zu viert, und zwar mit dem Herrn Blut, die Frau Katz, der Herr Käse ist dabei und ich, der Herr Engel, ja, und wir spielen, ja, hoffentlich ganz toll. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe das, ich glaube, zweimal gespielt bisher. Ich wollte immer wieder, aber dann habe ich es von mir hingeschoben. Yeah, da sind wir alle. Ach da, ja, dieser Claptrap, ne? Heißt dieser Typ, ne? Ja. Der verrückte, nervige und dennoch coole Roboter. Ja. Genau, der. Der vor allem irgendwie immer viel zu weit nach vorne rennt. Los, lass mich mal aufstehen jetzt. Los! Ich will. Ja, hau rein. So, was kann ich denn. Lol, warum bist du so klein? Was ist denn für eine komische Mütze an? Laber nicht rum, ich will hier rumlaufen. Ich weiß nämlich noch immer noch, dass hier vorne irgendwo... Lass mich rumlaufen! Ja, bla bla. Hier vorne waren nämlich irgendwo noch Sachen, die man direkt kaputt machen kann. Ziemlich witzig, dass unser Archangel und unser Gaming-Käse volles Leben haben bei mir. Ah ja, stimmt. Ja, ihr nicht? Leute. Nee. Kann ich nicht hier irgendwo was machen? Noch nicht. Warum kann ich noch nichts machen? Warum nicht? Ey, du bist jetzt erstmal im Tutorial, Kollege. Ja und? Scheiß aufs Tutorial, Mann. Ich will hier rumlaufen. Empfehle dir. Ja. Wer ist die Alte? Warum redet die, ohne die Lippen zu bewegen? Weil du den ersten Teil nicht gespielt hast. Ach so. Guck hier, ich hab nämlich schon so ein Dingens gefunden. So einen komischen Berg. So ein. Warum seid ihr so weit vorne? Weil wir es gar nicht abwarten können. Jo, auf jeden Fall. Ja, ihr seid da vorne und ich nehme noch Sachen mit. Bitte, ich habe auch noch was gefunden. Was mir beim ersten Mal noch gar nicht aufgefallen ist. Ich bin so ein Item-Sucht hier, weißt du, es geht nicht anders. Wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, ein Spiel zu spielen, wo man irgendwas looten kann, und wenn es irgendwas ist, hier scheißegal, ich muss noch ein blauer Schild. Ich nehme ihn mal auf, ich kann ihn nachher wegschmeißen und dann kann einer von euch aufheben, wenn er ihn dann haben will. Was für ein blauen Schild. Da unten ist noch so ein Eisdingsbums. Hier oben bei mir auch. Bam! So, ich hab Zeugs aufgenommen. Hier war nichts. Zeugs, und zwar gewaltig, Junge. Ja. Hallo, Herr Blut. Hallo, Herr Engel. Yeah! Ich komme mir so ein bisschen vor wie... Wie hieß das?
Ich verfolge mal das Weibchen aus der Gruppe. Okay. So ist hier, waren hier nicht auch noch so Trümmer oder so, die man kaputt machen konnte und dann war da irgendwas drin? Da vorne, das da zum Beispiel. Nein, das nicht. Aber ich weiß das noch. Hier könnten Kisten rumliegen. Ja. Hier könnten auch Kisten rumliegen, genau. Hier, da zum Beispiel, das ist eine Kiste. Mit ihr öffnen. Aber ich würde dir empfehlen, nicht ins Feuer zu laufen. Obwohl, tust doch einfach mal. Yeah! Was? Ins Feuer? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe Geld gefunden. Ja, das Geld wird anscheinend aufgeteilt, weil ich habe auch was bekommen. Ja. Echt? Ja. So, okay, ab jetzt wird das Ganze ein Solo-Spiel. Ich muss euch leider verlassen, ich will mein Geld nicht teilen. Munition wird nicht geteilt, also. Ja, das, dann ist ja okay. Okay, Geld wird geteilt, das ist aber gut, weil dann können wir uns immer gleichzeitig alle neue Ausrüstung kaufen. Ich glaube, du musst gar nicht so viel kaufen, das meiste findest du, oder das Beste findest du eh. So. Ist hier nochmal irgendwas? Wo stören die denn alle beim Flug 9? Ja, echt, wo läuft ihr denn alle weg hin? Warum läufst du weg, ist die Frage. Ich laufe da nicht weg, ich bin am Suchen. Ich bin bei am Suchen. Ich würde sagen, wir nehmen heute dann für zum Start erstmal eine Stunde ungefähr auf, weil der Herr Käse, der muss ja später auch nochmal weg. Jo. Und, da vorne ist Feuer. So eine gummige Tonne. Wart ihr da schon? Ja, da ist ein offenes Gedings. Da wart ihr schon. Wie lange kann der rennen? Sag mal, hat der nicht so einen Schöpfbalken vielleicht? Nee, nee. Ich könnte nicht so lange rennen. Borderlands kannst du einfach durchrennen. Ich könnte nicht mal ansatzweise so lange rennen, ey. Ich glaube, ein Sprint, Junge, und dann bin ich down. Ja, gut, dann haben wir erstmal, ne? So, was ist hier? Brauchen wir noch Leben? Ach, du brauchst kein Leben. Get alive! Du bist das hier? Da ist einer am Schlafen, guck mal. Oh. Armer Kerl, bist immer noch am Heier machen. Ja, was haben wir da? Yeah! Was für ein Ding? Polymob namens Knuckle-Dragger? Ein Polymob? Na, neben drin. Nö, nur von euch. Alter, was ist das jetzt? Das da ist. Der ist hässlich. Ja, würdest du mal bitte aufhören, unseren kleinen hässlichen Roboter... Warum nimmt der auch nur das Auge mit? Das macht keinen Sinn. Schrank durchsuchen. Ui. Schrank durchsucht. Ey, hier liegt so Zeugs. Das kann bestimmt einer von euch nehmen. Vor langer Zeit veränderten vier Kammerjäger Pandora. Oh, ich hab eine Knarre. Doch diese Zeit ist haben wir jetzt alle eine Knarre? Jo. Dank Handsome Jack braucht Pandora einen schön neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Ich bin... Hat die auch mit euch so geredet? Ja. Ja, aber das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht einfach sagen, du bist der Held und dann meint ihr uns alle. Das ist... Also irgendwie... Also jetzt fühle ich mich schon verarscht irgendwie. Ich hab nur dich gemeint, weil du der Beste bist. Achso, ja gut, dann... Weil, ja, das, ja, das macht Sinn, gut. Hey. Das macht natürlich direkt Sinn. Yeah, mehr Waffen. Ich mach nur eine Kiste auf. Wir müssen dann nachher aufpassen, wenn einer ein bestimmtes Gewehr hat. Maschinengewehr ist so. Hier ist noch Leben drin, ne? Oh, oh, oh. Ah. Da hinten. Okay. Wenn einer was hat, ein bestimmtes, was für ein Ding? Ja, du kannst nicht mit jedem Gewehr jede Munition benutzen. Warum nicht? Ich glaube kaum, das ist dann auch ein bisschen nervig, Gewehr. Maschinengewehr. Ja, machst halt einfach eine Schrotflinten-Munition rein. Passt schon. Yeah! Bleib dicht bei dem Roboter. Er hilft dir von diesem Gletscher herunter und nach Sanctuary zu kommen. Nur dort bist du in Sicherheit. Hier ist noch Gesundheit. Warte. Ich wollte nur gleich. Okay.
Ja, und was ist da hinten in der Höhle? Ist da auch irgendwas drin? Können wir da lang? Nee, oder? Du kannst auf jeden Fall nicht dran, aber hier kommen schon mal Viecher. Wir können nicht rein, aber es kommen Viecher. Gut. Okay. Pam, pam. Nachladen auf R. Macht Sinn. So, können wir die auch ausräumen? Und ne, die haben nichts, ne? So. Haben wir auf der anderen Seite schon geguckt, ob da noch irgendwo was liegt? Ja. Alles weggelootet. Sicher? Ich kann hier nicht weggehen, wenn ich nicht weiß, dass hier wirklich alles leer ist. Er kann aber weit springen auch, ne? Denken, du bist auf einem anderen Planeten, Mann. Das ist die Schwerkraft. So, ja klar, dann ist das natürlich logisch. Ja. Außerdem bin ich ja der Held, auf den die alle gewartet haben, hat die ja gesagt. Ne? Also von daher ist es klar, dass ich so weit springen kann. Also ihr könnt halt nicht so weit springen, ne? Also nein. Die hat man ja auch keinen Fallschaden, so kann ich mich erinnern. Nee, so, yeah. Ja, toll. Gerade erkannt, wie man hier anständig zielt. So. Hey. Oh, mehr Munition, yeah. Und Leben, wenn es einer brauchen würde. Nee, das brauche ich nicht. Nee, das habe ich auch schon. Was für Bullymox? Hey. Jack hier, Präsident von Hyperion. Ich werde dir erklären, wie es hier läuft. Kammerjäger kommt. Wer ist Jack? Kammerjäger sucht nach neuer Kammer. Das Arschloch, Kammerjäger wird gekillt von mir. Ach so. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Könntest du mir also einen Gefallen tun und dich selbst erledigen? Das wäre nett. Was? Okay. Hier, bleibt mal einer stehen. Ich muss gerade für den... Kann man sich auch gegenseitig abschießen? Keine Ahnung. Nee. Du kannst denjenigen herausfordern. Ah, okay. Also wenn du den messerst und der dich zurückmessert, dann kämpft ihr gegeneinander. Ja, aber da ich ja der Held bin ich ja der Gute, ne? Und dann machen wir... Ey, was soll das? Wir machen sowas nicht. Wir sind... Alter, der wirft echt mit Autos. Das ist so unfair. Das kann ja wohl nur ein Scherz sein. Ja, hat ein paar Aggressionsprobleme. Ja, ich glaube, der muss noch echt so zum Therapeuten gehen. Ja, das ist wie King Kong und die weiße Frau, weißt du doch. Nein, das ist einfach, weil Frauen sind ja schon mal von Natur aus böse. Ne, kannst du in der Bibel nachlesen, in jeder Geschichte und so. Und deshalb denkt er sich natürlich, packen wir uns das Böse am Schopf. Ich habe keine Ahnung. Los, stirb! Stirb! Kann ich irgendwas... Was macht der jetzt? Der ist abgehauen. Wo ist der hin? Da oben. Aber es kommen nebenbei noch andere kleine Viecher. Die Kleinen, die sind uninteressant. Den hier. Da! Stirb! 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 Jo. Boah, stirb! Stirb! Ich help you! So, kann man mit dem hier irgendwas machen? Nee. Jetzt brauchen wir nur noch wen, der es mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt mir nichts. Ist nicht einer von uns vielleicht irgendwie so ein Mechaniker oder sowas? Okay, das kann ich mal nicht aufnehmen. Haben wir nicht, wir haben doch bestimmt alle, guck mal, einer von uns ist ein Scharfschütze, ne? Der andere ist, was bin ich eigentlich? Du bist, keine Ahnung, ich glaube. Der Held, okay, aber was noch? Du kannst, glaube ich, ein Geschütz setzen. Ja. Ich kann ein Geschütz setzen. Und ich kann Amok laufen mit zwei Waffen. Erzähl das mal nicht in deiner Schule. Ne. Ich glaube, da kriegst du echt Probleme. Ja. Wäre, glaube ich, auch mal interessant, oder? Auf der Arbeit oder irgendwo so ganz vertieft irgendwo davon. Was? Ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Die redet, ohne dass sie den Mund öffnet. Das macht mir ja
Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Bauchrednerin. Ah, okay, die ist eine KI. Gut, na dann. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, so, was du für die Reise brauchst. Jo. Wir nehmen alles mit, was wir für die Reise brauchen. Feini, feini. Aber nichts für mich. Mehr! Also hier ist eine Schrotflinte. Was kann ich da was? Brauche ich Schrotflinten? Bestimmt, oder? Ich nehme mir keine Schrotflinte. Ich will mir eigentlich bloß die Abschützen wieder den nachher schnappen. Wo ist denn das? Ah, hier sind Knarren. Ja, ich würde sagen, die nehme ich erstmal, oder? Gib her. Gib her! So, und jetzt habe ich hier bestimmt irgendwo anders. Boah, Junge, was geht? Munition. So. Ich bin voll und der nimmt das trotzdem auf. Warum? Das macht keinen Sinn. Oder wirft ihr die dann hinter mir auf den Boden? Nee. Der war gerade noch am Quatschen. Was ist das für ein Teil? Voll die Mega-Waffe, die sich da gerade vor mir auftut. Sei wachsam, Untertan! Auf diesem Gletscher herrscht ein Bandit namens Captain Flint, der mit... Was für Untertan? Was ist das hier für ein Scheiß? Ja, das war so Fernreise. Punkt. Okay. Das ist Respawn. Es gibt also keinen Fallschaden, ja? Nein. Und ich biete jedem, der mir den Kopf des Kammerjägers bringt, okay, der gerade in Lyersburg eingetroffen ist, eine ist cool. Million Mäuse. Oh, und ich biete noch immer komm mal her. Bam. Oh, ich hab immer nur einen Schuss irgendwie. Also ich räume schon mal von hier oben die Basis auf, oder? Was ist Adopter sind, ja. Yo. Wenn ich schon mal Sniper spiele. Ja, dann mach mal deinen Job und so. Von da oben. Ey, ihr habt den ganzen Spaß ohne mich, ey. Ich will auch jemanden töten. Ich meine, zum Schlafen bringen. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Ich muss in einem früheren Leben kleine Hündchen gequält haben, so, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger, könntest du Flints Männer für mich killen? Ach, da hinten kommt nochmal so ein Viech, so ein Bullymog. Was ist los mit euch? Tötet den Stacklecker, damit wir unsere Belohnung... So, was geht, Junge? Was geht? Siehst du, einmal mit der Schrotflinte ins Gesicht. Und dann hat sich die Sache. Oh, ich, So. Ich muss ein bisschen aufpassen. Mike, du bist was zu? Nein! Ja, dann spinnt meine Anzeige natürlich. Du bist ja der Held. Ich bin der Held, Junge. Ich kann gar nicht sterben. Glaube ich. Ja, ich denke, ich stehe jetzt in eurer Schuld. Kommt zu meiner Behausung, dann stelle ich Claptraps Sehfähigkeit wieder her. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Ja, das ist nett, oder? Zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Das kann ich das hier nicht benutzen irgendwie? Was? Nee, noch nicht. Wie noch? Warum nicht? Kein Strom. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Alles klar, gut. Also kommen wir gleich nochmal eben. Hilfe. Von? Freut mich, Captain Robo-Safari-Mann. Sir Hammerlock, ja, das klingt natürlich viel weitaus weniger bescheuert als Captain Robo-Safari-Mann. Hammerlock, alles klar. Mhm. Tja. Mit Jack überlebt und Captain Flints Bandit besiegt. Yeah, Kohle! Unterwegs glauben die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest. Ja, ja, bla bla bla, Roboterauge. Gib dir mal irgendwo. Hat einer von euch das Roboterauge? Ich hab kein Roboterauge. Das kann, glaube ich, jeder geben. Yeah. Achso. Ich probier mal grad. Roboterauge. Hab ich ihm gegeben. Und jetzt brauche ich aber, glaube ich, doch mal ein bisschen Leben.
Finde ich sowas noch? Ja, hier draußen kannst du Leben kaufen im Getränkeautomaten. Muss nur warten, bis er hier fertig ist, dann geht's, glaube ich. So, ich will eine coolere Waffe haben. Gib mal irgendwas richtig Fetziges, ey. Genauigkeit, bla bla, Schaden jetzt aber runter, dafür ist. Nee, das gefällt mir alles nicht, finde ich alles doof. Ich stehe direkt hier, Keule. Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich mir den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt ja, es keinen Zweifel. Ja, genau, Stadt ist wieder sicher. Kann ich die töten? Nein. Schade. Ich meine, das ist natürlich gut, weil wir brauchen den ja noch. Glaube ich. Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie